Der Mann legt einfach auf und rennt weg, aber der Tiger ist ihm dicht auf den Fersen. Der Mann ist für seine 30 Jahre immer noch sehr agil und schafft es gerade rechtzeitig über den Zaun zu klettern. Er kann vorerst entkommen, aber er vergisst, dass Tigerkatzen sind und 10 Meter hochspringen können. Nachdem der Anruf eingegangen ist, kommt das Rettungsteam schnell am Ort des Geschehens an. Der Pfleger hat nur ein paar Kratzer von dem Tiger abbekommen. Er hat versucht, ihn zu zähmen, aber der Tiger scheint durch etwas provoziert worden zu sein. Er sagt auch, dass der Tiger ihn nicht töten wollte, sonst hätte er schon längst sein Leben verloren. Auf der anderen Seite versteckt sich der Mann im Flamingo-Gehege und ruft um Hilfe. Aber er hat nicht erwartet, dass der Tiger direkt hinter ihm steht und gierig auf ihn starrt. Dann hört man die qualvollen Schreie des Mannes über das Telefon. Als das Rettungsteam ankommt, ist der Mann bereits vom Tiger aufgefressen worden. Dann feuert Bruce Willis einen Betäubungspfeil ab, der den Tiger schon wieder direkt in den Hintern trifft.